Guten Morgen. Ja, wir stehen hier am See. Die Nacht war super ruhig. Wir sind hier bis 9:30 hingefahren. Es ist so ein kleiner Weg noch hier runter. Ziemlich steinig, große Steine. Man sieht vielleicht im Hintergrund, die liegen hier überall auch auf dem Weg verstreut. Super Ort hier. Aber wir hatten in der Bewertung schon gelesen, dass wohl alles vollgeschissen ist. Und jetzt bin ich gerade ja das erste Mal rausgegangen und ich sehe überall die Tretminen hier rumliegen. Sieht nach unten aus, aber alles voll. Mega assi. Ich gehe da rein, trinke einen Kaffee, dann geht's los. Keine Zeit verlieren. Ja, hier sind wir dann nun auf unserem 25-Euro-Parkplatz angekommen. Und dann gucken wir jetzt mal, wo es lang geht. Und Lars, wie lief der Anfang der Tour? Gut, ich wurde gerade fast von der Schranke erschlagen. Wir sind genau an der Schranke lang gelatscht, wo die Autos lang fahren, und dann ist mir die Schranke auf den Kopf getitscht. Überhaupt nicht blamiert, wieder voll, ja. Wie die dümmsten Touristen. Aber zum Glück nicht so doll. Keine Ahnung. Ich habe es halt nicht gesehen. Weil ja auch die Kappe, sag ich mir, nach vorne oben. Ja, das habe ich die auch nicht gesehen. Ich habe die auch nicht gesehen. So. Jana lief hinter mir. Auch ich habe hab die auch nicht gesehen. Leicht. Was ist das denn? Gut, okay. Jetzt geht's los. Ja, läuft. Kann doch super laufen. Ich bin doch voll fit. Wir bauen jetzt gerade hier nochmal die Timelapse auf. Wir sind fast oben am Prallkistolen. Es ist relativ voll hier. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir erstmal eine Pause machen mit dieser schönen Aussicht hier, weil oben ist wahrscheinlich super voll. Ja. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Oh, da fliegt ein Rabe. Ja, habe ich leider nicht im Bild. Ja, essen dann. Genau, wir wollten nämlich noch was essen und trinken, weil wir haben ja jetzt Zeit. Und ja. Warten wir, bis die gleich alle wieder abhauen. Und dann geht's weiter. Ja, ist ein bisschen was los hier. Wir sind gerade angekommen. Alter Schwede, also wir machen normalerweise Wanderungen auch nie um diese Uhrzeit. Das haben wir jetzt aus Zeitgründen gemacht, weil normalerweise würden wir so eine Wanderung direkt ganz früh morgens machen. So, dass man gerade den Weg erkennen kann, weil dann stehen hier wahrscheinlich vielleicht 5 bis 10 Leute und nicht 200, 300. Ja, für meinen Geschmack eindeutig zu voll hier. Ja, schön hier oben, aber einfach viel zu voll. Ja, wie man sieht, sind wir hier auf dem Rückweg. Schön hier und der Weg ist sehr abwechslungsreich. Abwechslungsreich, meine Fresse. Ja, aber es ist halt sehr voll. Ne? Also
Jetzt mittlerweile. Jetzt haben wir uns freigelaufen. Aber zur Mittagszeit, sag ich mal, man hat es ja gesehen im Video. Ich habe einmal einen Schwenk gemacht und es ist ja jetzt neben der Saison. Ich will nicht wissen, wie es im Sommer ist. Ich würde durchdrehen, auf jeden Fall. Würde ich mir gar nicht angucken wollen. Nee, haben wir jetzt einmal gemacht. War okay. Hätte man morgens ganz früh wahrscheinlich machen sollen, dann wären nur die Leute, die gezeltet haben, da gewesen. Aber in der Hochsaison, glaube ich, ich weiß nicht, es war ja jetzt teilweise auf den Wegen schon voll. Ne? Ja. Also da will ich nicht wissen, da kann man wahrscheinlich überhaupt nicht treten. Und es ist sehr imposant. Der Weg ist auch, wie gesagt, total schön. Aber wenn der so überlaufen ist, macht es, glaube ich, überhaupt keinen Spaß. Ja. Gut, wir haben noch gut die Hälfte vor uns, also noch über 2 Kilometer. Eine Strecke sind 4 Kilometer, falls Sie es noch nicht gesagt haben. In Janas Wanderführerstand hin und zurück 2 Stunden 45. Hier steht eine Strecke 2 Stunden. Und das, ja, und das ist realistisch. Ja, genau. Gut, wir gehen weiter. Mein Arm wird lahm. Wir sehen uns wahrscheinlich am Wagen oder halt noch ein paar Szenen vom Laufen hier. Genau, bis später. Ja, von hier oben hat man eine echt richtig tolle Aussicht. Da unten auf, ich denke mal, es ist Stavanger, die Stadt. Und die Fjorde und Inseln, also das sieht richtig cool aus von hier. Hammer. Da hinten fährt ein riesengroßes Schiff. Ich kann leider nicht näher ran. Ist ein bisschen dunkler. Einfach super. Ja, wir sind jetzt fast wieder zurück am Parkplatz. Wir sind jetzt hier wieder an dem ersten Anstiegspunkt angekommen. Hier oben kann man auch von der anderen Seite hier rüber mit einer Zipline fahren. Ja, wir fanden das jetzt eigentlich nicht so cool. Also nach dahin ist die Aussicht ganz schön. Aber unten hat man eigentlich dann nur den Parkplatz zur Seite und unter sich. Also da haben wir in Slowenien schon eine coolere Zipline gehabt. Da haben wir leider noch nicht gevloggt. Aber das können wir euch ja mal einblenden. Das hat nämlich richtig viel Spaß gemacht. Ja, wir sind jetzt wieder zurück auf dem Parkplatz. Es ist mega warm geworden, keine Ahnung. Also ich könnte jetzt im T-Shirt stehen und sitzen. Es ist echt super warm. Ich auch, aber ich bin zu verschwitzt. Ich habe die Jacke langgezogen. Ja, es war schon noch relativ anstrengend, der Weg runter. Also da geht es doch auch noch mal ein bisschen bergauf und bergab. Und dann natürlich über Stock und Stein. Ja, also ist schon anstrengend. Ja, wir haben jetzt 5 Stunden gebraucht. Klar, wir hatten Pausen dazwischen und so weiter, saßen oben auch mal ein bisschen was rum, haben zwischendurch ein Timelapse gemacht, aber... Genau, also ich denke, die 4 Stunden, die sind schon so realistisch, wenn man jetzt nicht gerade mega sportlich ist und da irgendwie deutlich schneller geht als andere. Deshalb, also 4 Stunden braucht man wahrscheinlich schon, so ungefähr. Wir haben jetzt gerade noch gesehen, dass Leute noch hochgegangen sind und unten steht extra ein Schild, da wird auch die Uhrzeit immer angepasst, also da steht, dass man ab 15 Uhr aktuell nicht mehr hochgehen sollte. Ja, ne, weil man möchte sich ja auch kurz oben aufhalten, außerdem, wie gesagt, braucht man für den Weg alleine locker schon die 4 Stunden hin und zurück, ohne halt anzuhalten. Es sind jetzt noch Leute hochgegangen, um kurz nach 8 ist es dunkel. Ja, viel Spaß, ne? Also die sahen auch alle nicht wirklich ausgerüstet aus und keine Ahnung. Wahrscheinlich bezahlen wir deshalb 25 Euro, weil hier gibt es auch eine extra Rettungsstation. Wahrscheinlich müssen ja andauernd so viele vom Berg geholt werden, weil die einfach die Schilder ignorieren und einfach laufen, weil sie meinen, ja, passt alles noch. Keine Ahnung. 25 Euro hat es jedenfalls gekostet. Ich denke mal, das ist da ein bisschen im Preis mit drin, ne? Die Nächsten müssen sich jetzt leider etwas wegbequemen. Och, die Armen. Die liegen vielleicht auf dem Asphalt, weil es da wärmer ist als im nassen Gras. Ja, kack nochmal. Das sagt uns gerade, was davon hält, dass wir jetzt gerade hier langfahren. Tut mir ja leid, Kinder, so ich muss
ausschlafen. Ihr dürft ja gleich, dürft ihr euch wieder hier hinlegen. Also sonst sind die immer so scheu und auch und ab. Und jetzt ja. So, ja, komm, leck mich mal am Arsch, ja. Ist ja gut. Ja, guten Morgen. Wir stehen hier mehr oder weniger zwischen den Schafen. Da stehen Schafe, da hinten laufen Schafe, irgendwann da noch welche. Wir stehen jetzt hier oberhalb des Lüsefjords, in der Nähe oder gegenüber des Preikestolen. Der dürfte da sein. Und ja, wir haben jetzt genau 9 Uhr. Kaffee haben wir schon getrunken oder sind immer noch dabei, Kaffee zu trinken. Wetter geht im Moment, es ist zwar bewölkt, aber Hauptsache es ist trocken. Wir stehen jetzt hier an einem Wanderparkplatz. Super ruhig war die Nacht. Als wir ins Bett gegangen sind, haben wir eigentlich wirklich nur die Schafe um uns herum gehört, die Glocken. Aber irgendwann war dann Ruhe. Wir überlegen jetzt mal, was wir heute machen. Wie gesagt, das Wetter sollte heute eher schlecht werden oder es soll ab Mittag regnen. Deswegen überlegen wir jetzt mal, was wir heute machen können, aber ob wir mal ein bisschen was Videos schneiden oder wie auch immer. Jetzt machen wir erstmal Frühstück gleich und dann sehen wir mal weiter. Ja, Lars. Jo. Was geht bei uns? Ja, das Wetter ist wie erwartet eher schlecht und Jana ist gerade mal draußen rumgelaufen mit dem Zoom-Objektiv und hat ein paar Sachen gefilmt. In der Zeit habe ich mal ein paar der Daten gesichert von gestern und vorgestern, auch von der Drohne, und habe dann mit dem Soundtrack für unseren Norwegen-Trailer, den wir wahrscheinlich machen werden, mal angefangen. Also ein bisschen Orchester und so weiter. Da mache ich jetzt gerade ein Lied zu und... Jana winkt mir zu und weiß ich, was du wackelst die ganze Zeit mit dem Stuhl hin und her. Ich weiß, glaub ich. Ja, mein Gott. Ja, was soll ich machen? Ja, oh, okay, ich nicht so wackeln. Auch. Ja, genau. Das habe ich gemacht. Angefangen. Grob. Was machen wir jetzt? Jetzt trinken wir noch einen Tee, essen ein paar Kekse und dann fahren wir langsam wieder runter, ich sag mal Richtung Küste. Gucken, wie da das Wetter ist. Gucken wir da nochmal eine kleine Runde spazieren können. Genau. Ja, machen wir jetzt. Bis später. Jo. Ja, hier spiegelt sich das. Hier spiegelt sich die Landschaft so richtig schön in dem See. Total windstill heute, also fast kein Wind. 2,7 Meter. Richtig cool. Hier diese Felsen da, hier steht, dass man mit höchstens 2,70 Meter hier entlang fahren kann, weil diese Felskanten hier so vorstehen. Und wir sind 2,70 Meter. Genau, aber wir haben hier gut durchgepasst. Aber keine Experimente machen, also ne? Wenn man höher ist, sollte man ja, das lieber lassen. Oder nah an der Leitplanke fahren, ja. So nah am Felsen, dann genau. Nur wenn einem dann einer entgegenkommt, ja. Auf dem Rückweg hat man ein Problem. Ja, landschaftlich schön ist das hier irgendwie nicht so ganz im Süden. Das sind alles nur so Massenbauernhöfe mit Massentierhaltung und ja, auch landschaftlich irgendwie nicht wirklich schön. Wir haben jetzt hier mal eine kurze Pause gemacht, ein bisschen was gegessen und unser Vorstellungsvideo mal aufgenommen. Ob das überhaupt, spontan. Ja, ob das überhaupt online kommt, weil wahrscheinlich haben wir die Hälfte vergessen und wie auch immer. Mal sehen. Sehen wir dann. Jetzt fahren wir auf jeden Fall weiter. Es ist extrem windig hier, aber die Landschaft ist wieder definitiv schöner als, ich sag mal, eine halbe Stunde entfernt. Wir sind gerade von der Autobahn runtergefahren und sind in ein paar Minuten zu Hause. Hier gießt es wie aus Kübeln. Also so schlimmen Regen hatten wir in den ganzen 3 Wochen Norwegen nicht. Wir müssen gleich noch das Auto ausladen. Morgen geht es wieder auf die Arbeit. Ja, wir bedanken uns bei euch, dass ihr auf unserer Reise dabei wart und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke fürs Zusehen. Bis demnächst. Tschö. Tschüss. Yay! 10.000 Kilometer! 10.000! Was denn? Was ist denn?
Ja, wir hatten eben einen Ohrenpitcher, keine Ahnung, wie die richtig heißen. Diese Tiere mit hinten diesen Kneifdingern dran. Im Porri. Lars sollte den vor die Tür setzen. Ich will gerade meinen Schuh anziehen. Und was sehe ich da im Schuh? Den Ohrenpitcher. Hallo? Ja, der hatte eine Aufgabe, den scheiß Ohrenpitcher rauszusetzen. Und jetzt finde ich den nicht mehr. Jetzt habe ich meinen Schuh fallen gelassen. Ich weiß nicht, ob der rausgelaufen ist oder ob der jetzt hier vorne im Schuh klemmt. Ich habe auch keinen Bock, da jetzt reinzufassen. Du hast so laut gebrüllt, dass der in Staub zerfallen ist, ey. Jedenfalls finde ich den nicht mehr und ich wollte raus. Ja. Ja, hier Lars. Du kannst, mach doch mal die Schiebetür auf, vielleicht hängt er da irgendwo. Du kannst da reinfassen jetzt. Ist nichts. Ja, genau. So, mal ganz kurz. Jana wollte eigentlich auch mal gerade gucken, wie das hier da mit kommt dem kein Wasser mehr Auffüllen funktioniert. Hier ist es ein bisschen blöd, man muss mit dem Knopf drücken. Und dann kommt ca. 10 Liter. Wir haben jetzt unseren Schlauch natürlich hier dran gemacht. Und ich meinte, Jana, ja, nimm mal den Schlauch raus und dann kannst du schon mal anschließen. Und dann wollte Jana... Nein, ich hab noch gar nicht... Doch, nein. Da wollte Jana den Schlauch drauf schrauben. Der Schlauch ging halt vorher da dran. Ja, jetzt haben wir halt unseren dran gemacht. Ja, das wollte ich mal ganz kurz gesagt haben. Da haben wir noch entleert da hinten. Ja, kleiner Funfact. Morgen geht unsere Fähre zurück, das heißt, wir waren jetzt quasi 3 Wochen hier. Moment, ich muss den Knopf nochmal drücken. 3 Wochen hier und in 3 Wochen haben wir wirklich nur umgerechnet ca. 5 Euro für Wasser bezahlt. Also 2-mal mussten wir wirklich nur bezahlen, ansonsten immer kosten. Ja, war auch unnötig, aber da werden wir auch nochmal im Fazitvideo was zu sagen. Ja, aber ja, war jetzt nicht schlimm, also 5 Euro ist schon okay. Okay, ich bringe die Kamera rein, ja, das ist ja, es ist wirklich kalt.